Ja, hallo, wir dürfen heute Per Steinburg begrüßen. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel zu Ihrer Person sagen. Man findet nämlich unter Wikipedia zum Beispiel auch ganz viel und ansonsten im Internet. Das heißt, wer Per Steinburg noch nicht kennt, interessanten Lebenslauf, findet ihr alles oder Sie alles im Internet. Dementsprechend möchte ich Sie einfach Ihnen nochmal danken. Ich danke Ihnen, dass Sie hier dieses kleine Interview mit uns führen und an Katharina übergeben. Hallo, ich bin die Katharina Wiesner, ich bin hier Studentin bei der ICD, möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Also zuerst mal, was ist Ihre Kritik und Ihr Rat an die EU? Meine Kritik an der EU ist, dass sie sehr viel ehrgeiziger die Zusammenarbeit innerhalb der europäischen und mit den europäischen Mitgliedstaaten verbessern sollte. Das unterliegt, wie ich gerne zugebe, gewissen Schwierigkeiten, weil die Vetoposition einzelner Länder natürlich eine solche Verfahrensverbesserung gegebenenfalls aushebeln kann. Aber in dem Augenblick, wo diese Länder, wie ich glaube, gegen fundamentale Werte der Europäischen Union, wie sie in Artikel 2 des Europäischen Vertrages festgelegt sind, verletzen, muss sehr viel ehrgeiziger, sehr viel schneller, sehr viel rigider ein Vertragsverletzungsverfahren in Gang gesetzt werden, an deren Ende gegebenenfalls auch die Möglichkeiten stehen, die die Kommission hat. Und das hat meistens etwas damit zu tun, dass Finanzmittel gesperrt werden. Vielen Dank, Peter. Ansonsten gibt es noch einen Punkt, den ich mir wünschen würde, dass die Europäische Union oder Kommission sehr viel stärker den Akzent auf das Instrument oder die Möglichkeit der verstärkten Zusammenarbeit, der sogenannten Enhanced Cooperation legt und Länder motiviert, 11 oder 12 Länder, die zusammengehen wollen, auf manchen Gebieten einfach die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das kann man machen auf vielen Gebieten, übrigens auch in der Steuerpolitik. Den letzten Versuch hat es gegeben bei einer sogenannten Finanztransaktionssteuer, was aber letztlich dann doch gescheitert ist. Aber dieses Instrument stärker im Sinne einer größeren Geschwindigkeit eines Teils der Mitgliedstaaten zu bemühen, dem dann andere beitreten können. Sie werden dazu eingeladen, sie müssen nicht beitreten. Das wäre eine weitere Möglichkeit, um mit einer Reihe von Herausforderungen besser und schneller fertig zu werden. So, unsere Fragen sind ein bisschen gemischt, weil wir sonst nicht die Möglichkeit kriegen, zu fragen. Und dementsprechend kommen wir jetzt quasi radikaler Schnitt zu einem anderen Thema, beziehungsweise man kann das natürlich auch verbinden, nämlich das Thema China und Verhandlungen mit China oder wie wir China integrieren können. Wie sollte China und wie sollte die EU jetzt mit China umgehen? Wie können wir dafür sorgen, dass es zum Beispiel nicht ein zweites Russland wird? Ja. Also zunächst einmal sollte die EU eine einheitliche Position haben. Das, was man versteht in Brüssel unter einer gemeinsamen, kohärenten China-Strategie. Das heißt, kein Land aus der Europäischen Union sollte sich rausbrechen lassen, was die Chinesen ganz gerne machen und teilweise auch schon erfolgreich waren. Insbesondere, wenn ich an Ungarn denke, aber in dem Zusammenhang durchaus auch an gewisse Avancen aus Italien. Das heißt, es muss eine geschlossene Vorgehensweise gegenüber China geben. Natürlich macht es keinen Sinn, eine völlige Abschaltung oder Abschottung von China das Wort zu reden. Das wird nicht funktionieren, wird übrigens auch wechselseitig nicht im chinesischen Interesse liegen, sich völlig frei zu machen von einigermaßen funktionierenden Beziehungen zu Europa. Aber Europa sollte auf Augenhöhe mit China geschlossen auftreten und auch die Probleme, die wir sehen, ansprechen, ohne deshalb die möglichen Kanäle, die es dazu gibt, zu vernachlässigen, sondern die Gesprächskanäle weiter offen halten und bedienen. Danke. So, und ich hätte eine letzte Frage. Als erfahrene Politiker, was würden Sie uns raten an uns, die Jugend? An was? An die Jugend. Empört euch, engagiert euch. Empörung alleine reicht nicht. Empörung ist schon mal wichtig, aber es reicht nicht. Man muss sich engagieren. Das muss nicht in politischen Parteien sein. Das kann auch in NGOs, in Bürgerinitiativen sein, aber es ist eure Zukunft. So, dabei würde ich die Mittel, die eingesetzt werden, immer abwägen darauf, ob sie mir Zustimmung verschaffen oder nicht. Denn wenn ich andere Menschen überzeugen will, dass sie sich stärker für eine bessere Zukunft einsetzen, also insbesondere für Klimaschutz, dann darf ich sie durch meine eigenen Aktivitäten und Handlungen nicht abschrecken, sondern ich muss sie einladen und ich muss sie überzeugen. Ja, das war's dann auch schon mit unserem kurzen Interview. Ich bedanke mich nochmal im Namen von ICD, im Namen unserer Studentinnen und so weiter und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Genau. Yeah.